Kapitel 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Kapitel 3 Erfolg. Juhu! Und wir versuchen wieder Nuri aufzumuntern, damit sie endlich wieder in der Lage ist zu fliegen. Und das machen wir hier einfach mal der Reihe nach. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Und weißt du auch noch, bevor wir Enki erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Na fast. Und jetzt denke an... Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Ich mochte Isida. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Ja, aber der Rabe war der Böse. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nuri. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nuri, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Ja, das hoffe ich auch. Und wir wollen jetzt also tatsächlich in das Konzil der Elemente aufbrechen. Einen der legendärsten, geheimnisumwobensten und magischsten Orte in ganz Aventurien. Wird sicher interessant, vor allem nach dem Feenreich im letzten Teil. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Und der Fahi, der ist mir nicht so ganz geheuer. Hinter diesem Mann steckt mehr, als es zunächst den Anschein hat. Dessen bin ich mir sicher. Es gibt eine Verbindung zwischen ihm und Satya, eventuell auch zwischen ihm und dem Dämon. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie Brida in das Ganze reinpasst. Auf jeden Fall Fragen über Fragen. Ich bin gespannt, wie Gerons Geschichte weitergeht. Ich bin gespannt, wie Satyas Geschichte weitergeht. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt aber erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Werde aber wahrscheinlich heute Abend dann nochmal ein bisschen spielen. Nicht, dass das für euch interessant ist, sage ich eher jetzt so für mich. Euch ist das ja egal. Ihr seht die Folgen, wenn sie fertig sind. Und da ist es ja dann egal, wann ich die aufgenommen habe. Egal. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich egal gesagt habe. Ist ja auch egal. Ich sag egal einfach nochmal. Umso egaler wird es. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei. Vielleicht auch jetzt gleich, je nachdem, wie ich das schneide. Ich sag auf jeden Fall erstmal ciao. Wir sehen uns dann. Und da bin ich auch schon wieder, noch immer in der gleichen Folge. Und stehe auf dem Magierplatz, wie ihr ja selber sehen könnt. Und ich sollte vielleicht aufhören, das Offensichtliche immer so zu betonen. Denn das ist offensichtlich. Denn der Magier schmeißt mit Feuerfünkchen. Und da habe ich Kohle übersehen. Gut. Wir wollen mit diesem einen Magister da sprechen. Der ist bestimmt hier hinten bei den Latrinen. Igitt!
Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Das war Zufall. Ich wusste echt nicht, dass die da drin ist. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Oh, ist das Nuri hier vorne? Ach nee, das sind Krähen. Oha. Diese Plagen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Krähen gemacht in diesem Spiel. Das sieht irgendwie interessant aus. Hier. Na gut, eigentlich ist es nur ein Stück kaputte Mauer, aber so die Form. Mit so ein bisschen Fantasie könnte das hier so ein Raubkatze oder sowas sein. Ich glaube, ich habe auch einfach zu viel Fantasie. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Ist doch Nuri, ja? Willst du mir erzählen, der Vogelfänger kann Krähen nicht von Raben unterscheiden? Das ist... Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Nuri böse. Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Na dann. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Ach, da hinten. Ich habe gerade überlegt, welches Fenster meint er eigentlich. Sind wir jetzt etwa Nuri? Wir sind Nuri. Hey, 3 spielbare Charaktere. Wahnsinn. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, um Geron hier ins Haus zu lassen. Ein Lineal. Ach, Nuri kann nicht untersuchen. Bücher? Ich habe keine Ahnung. Ich rate gerade. Ich habe nicht wirklich einen Plan. Aber Nuri hat wohl einen. Ein Rubin. Ich hab's gesehen. Da, in den Spalt ist er reingefallen. Oh, Dietriche. Die sollten wir vielleicht mal ganz schnell Geron bringen. Ja, cool. Spieglein, Spieglein auf dem Tisch. Wer bringt mir heute Abend den Fisch? Was? Ich rede schon wieder wirr. Nicht drauf eingehen. Alles riecht nach Rosen. Die Tuchmacher denken wohl, sie sind was Besseres. Ich vermisse den Gerbereigeruch aus meinem Viertel. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Meine wichtigste Frage ist, wer pfeift denn da? Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Ich sehe mich hier nur noch mal kurz um, bevor wir da ins Haus gehen. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Ist auch mutig, hier so eine schöne Schere einfach so im Freien liegen zu lassen. Ist das unser Schatten? Er schon wieder.
Es ist unser Schatten. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Das hört man doch gerne. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Oh, das tut mir leid. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal rein hier. Das heißt, als allererstes gucken wir vielleicht mal, ob es hier Zauberei gibt. Fällt mir gerade so spontan ein. Der Dämon hier war. Ich kann durch die Türritzen einen leichten Schimmer erkennen. Ich vergesse das immer, dass Geron ja hier... Also an das Reparieren, Zerstören habe ich mich ja inzwischen gewöhnt, aber den neuen Zauber, den vergesse ich. So, Dietrich hier mit Tür. Warum hat der Magier eigentlich Dietrich hier in seinem Haus liegen? Bei den... Ach, Magister Bodiak? Scheiße. Ach so, der Kerl war das. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Ich vermute, wir können davon ausgehen, dass der Dämon hier war. Andererseits, wenn der Dämon hier war, warum hat er den Rubin nicht mitgenommen, den wir ja da oben mit Nuri gerade gesehen haben? Gut, das Offensichtlichste zuerst. Magie. Oh nein, Ulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Na, wenigstens kann er noch Witze machen. Sieht aus, als wollte er etwas in die Schublade legen oder herausnehmen. Solange er seine Hand hineinhält, kann ich aber nicht sehen, was. Dann zieh doch die Schublade raus. Oh je. Ich war das nicht! Oh, verdammte Scheiße. Gott sei Dank, das geht. Die Frage ist jetzt, ist er nur verzaubert oder ist er wirklich tot? Ich meine, einfach so zu Staub zu zerfallen, das ist mehr als nur versteinert zu werden. Na gut, geh mal weg da, ich will in die Schublade gucken. So. Sie ist voll mit Staub. Sie ist voll mit Staub. Und wenn ich den Staub auch repariere? Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Das ist natürlich doof. Also das ist, kann aber kein Magisterstaub sein, ne? Weil, oder? Können wir ihn mitnehmen? Und jetzt? Aha. Aha, aha. Er hält einen Schlüssel in der Hand, aber genau so, dass ich nicht herankomme. Na gut, aber der Schlüssel müsste ja jetzt hier im Staub sein, ne? Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln? Und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Ich will den Schlüssel haben. Der ist bestimmt für die Truhe. Nee, die Truhe kann ich nicht benutzen. Okay, dann ist der für was anderes. Hä? Was war das? Was war das? Eine Kerze. Ulrich ist genauso nachlässig mit brennenden Kerzen wie ich. Naja, ich weiß nicht, ob ich es nachlässig nennen würde, wenn er die Kerze nicht ausmachen konnte, weil er in Asche verwandelt wurde. Mein Gott, Geron, denk doch mal nach. Ein bisschen kiebig heute, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Honig, ganz wichtig. Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. War ein ganz süßer. Kerze und Honig haben wir jetzt. Dann gucken wir mal ins Obergeschoss. Oder Dachboden.